Heute ist Montag, wir sind immer noch mittendrin in der Urlaubszeit und deshalb richtet sich die heutige Montagsfrage an alle Daheimgebliebenen und sie lautet, haben Sie heute schon eine Urlaubskarte geschrieben? Jetzt werden Sie sagen, wieso sollte ich eine Urlaubskarte schreiben? Ich bin doch gar nicht weg. Schreiben tun im Urlaub doch immer nur die, die weg sind und zwar an die, die nicht weg sind, damit die dann voller Neid lesen müssen, wie schön es woanders ist. Tja, und das ist in diesem Jahr eben nicht so. Denn am allerschönsten ist es in diesem Jahr zu Hause, wo wir gerade einen Märchensommer erleben dürfen, wie er direkt aus dem Buch der Sommermärchen entsprungen scheint. Gut, das Wetter ist mehr als bescheiden, vor allem gestern hatte der dafür zuständige Gott anscheinend einen kompletten Aussetzer, aber dafür werden wir gerade Zeugen eines Wunders, wie es größer kaum sein kann. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein neues Wirtschaftswunder ist geschehen. Was für ein sensationelles Quartal. Die Krise hat sich verflüchtigt wie das Öl im Golf von Mexiko. Gestern noch eine gewaltige Bedrohung für Wachstum und Wohlstand, heute schon verdunstet unter der strahlenden Sonne der Konjunktur. Die deutsche Wirtschaft brummt und boomt wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Auftragsbücher der deutschen Exportindustrie platzen aus allen Nähten. Die Inlandsnachfrage steigt ins Unermessliche. Es gibt Arbeit ohne Ende, Leih, Kurz- und Zeitarbeit, so viel das Herz begehrt. Die Löhne und Gehälter... Nein, die Löhne und Gehälter bleiben, wie sie sind. Schließlich darf man den gerade wieder angesprungenen Konjunkturmotor durch falsche Begehrlichkeiten nicht gleich wieder abwürgen. Da ist weiterhin vornehme Zurückhaltung angesagt. Wie sagt Martin Wandsleben, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelstags, wir haben kaum mehr als die Hälfte der Krisenverluste aufgeholt. Aber mein lieber Herr Wandsleben, jetzt mal keine falsche Bescheidenheit. Mehr als die Hälfte, das ist doch schon was. Da wäre manch ein Kleinanleger, der sein Erspartes in der Finanzkrise verloren hat, schon mit deutlich weniger zufrieden. Klar, wenn ich Hauptgeschäftsführer wäre, da würde ich jetzt auch meinen Fuß auf die Euphoriebremse stellen. Am Ende stehen die Arbeiter und Angestellten plötzlich vorm Hauptgeschäft und wollen ihren Anteil, wie gewonnen, so zerronnen. Auf jeden Fall ist das neue Wirtschaftswunder da und das sollten wir heute noch unseren Freunden und Verwandten, die gerade in Urlaub sind, schreiben. Hallo ihr Lieben, wir hoffen, es geht euch gut, uns geht es blendend, wir erleben gerade ein neues Wirtschaftswunder. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Liebe Grüße von den Glückseligen aus der wundervollen Heimat. PS, kommt so schnell wie möglich. Ihr wisst doch, wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt. Tja, und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Schon im nächsten Quartal wird das so viel nicht mehr sein. Also, ab die Post!